die erste Idee liegt jetzt doch schon ein paar Jahre zurück. Das muss so 2006, 2007 gewesen sein. Also parallel zu Wiki eigentlich fast schon. Oder etwas davor. Einfach eine Buddy-Komödie auch mal zu machen. Dass der Film jetzt Buddy heißt, ist ein Zufall. Aber trotzdem mit einer Spur Anarchie. Und da kam irgendwann der Gedanke mit dem Schutzengel, den eben nur der Protagonist sehen kann. Das mochte ich erstmal. War nicht neu, aber ich mochte die Idee. Die entscheidende Idee war dann, dass der Schutzengel das noch nicht gemacht hat vorher. Dass er ein Amateur ist. Jemand, der das zwar versucht, der auch eine Mission hat, der aber doch den einen oder anderen Fehler macht und seinen Schützling in den Wahnsinn treibt. Das finde ich erstmal sehr widersprüchlich und dachte, daraus kann man eine schöne Komödie machen, die aber auch emotional sein kann. Klar, ich meine, jetzt bin ich 45, ich mache jetzt andere Filme als mit 30 und wahrscheinlich mache ich mit 60, wenn ich noch Filme mache, hoffentlich auch andere Filme als jetzt. Also, das hat alles mit einer Entwicklung zu tun. Und, was das betrifft, war ich sicherlich, kann man sagen, die letzten 3 Jahre auf Fortbildung. Ja? Mit Helmut Dietl gedreht, Hotel Lux gedreht, Bert Wonderstone, das waren alles wahnsinnig wertvolle Erfahrungen. Und die Tatsache, dass man natürlich privat dann auch, bin dann vor 3 Jahren, 3,5 Jahren Vater geworden, das spielt auch nochmal mit rein. Ich sehe mich selber nicht. Ich beurteile mich einfach wie eine Figur, wie ein Charakter aus diesem Sketch oder aus diesem Film. Und ich habe auch bei mir selber ganz wenig Probleme, mich da rauszuschneiden. Also ich bin, glaube ich, der Erste, der mich da irgendwo rauskickt. Ich habe da bei den Kollegen immer mehr Hemmungen. Die tun mir dann immer leid, wenn man sie rausschneidet. Ja, also da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Dieser Ausflug zu Bert Wonderstone war insofern ganz spannend, weil es A, ohnehin ein Erlebnis war, da mit einer Szene da, oder beziehungsweise in einer Szene mit Leuten wie Alan Arkin oder Steve Buscemi, mit Steve Carell, Jim Carrey, da stehst du dann plötzlich mittendrin, auch noch in L.A., in Hollywood und drehst mit denen dann einen Film. Das ist schon ein Erlebnis. Und auch da ist es dann am Ende wurscht für einen selber, ob der Film jetzt durch die Decke geht oder nicht. Das muss man sich so vorstellen, dass man da, also ich will Filme machen, seitdem ich 10 bin, 11 bin und dann stehst du da plötzlich mit diesen Granaten in Hollywood und drehst mit denen Film. Das ist einfach mal so ein Erlebnis. Und als solches habe ich das auch mitgenommen. Es ist halt so, wenn man da mal ein paar Tage hatte an so einem Set oder wenn man ein paar Tage mal da reinschnuppern durfte, auch in so einen Studiobetrieb, dann merkt man halt sehr schnell, dass das in Amerika das ein Produkt ist. Ja? Und irgendwo habe ich mal gehört, das fand ich eigentlich einen sehr schönen Vergleich, dass die Amerikaner stellen ein Produkt her und verkaufen es bestenfalls als Kunst. Und die Deutschen wollen Kunst machen und verkaufen es dann als Produkt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Ich nenne es jetzt mal die Schaffenssuppe. Ja? Also, da gibt es einen Riesentopf. Ja? Und jetzt nehmen wir mal so jemanden wie Clint Eastwood, ja? Den ich sehr bewundere, der aus so einer Nische kam und der heute mit 70, 80 großartige Filme macht. Vielleicht sogar die besten Filme seines Lebens. So. Und am Ende guckst du auf deinen Topf, ja? Mit 60, 70, bin jetzt mal optimistisch. Und in diesem Topf ist eine Suppe, ja? Und die besteht aus vielen Gewürzen. Da ist ein Schuss Manitou drin, da ist ein bisschen Lux drin, da ist ein Stückchen von Buddy drin und das rührst du um. Und am Ende schmeckst du das Ding ab. Und wenn du Glück hast, sagst du am Schluss, wow, da hast du eine schöne Suppe hingebracht. Die hat Würze, die schmeckt mir, die ist irgendwie, die kann sich sehen lassen. Und darum geht es, dass am Ende die Summe zählt am Ende. Gewisse Dinge verändern sich gar nicht. Andere Dinge verändern sich komplett. Ja, tun sich auf einmal, wenn du Vater bist und ein Kind hast, hast du plötzlich mit Ängsten zu tun, die du vorher nicht kanntest. Aber auch mit einer Liebe zu tun, die du vorher nicht kanntest. Also es macht alles irgendwie ein Stück weit größer. Und du entdeckst Dinge einfach neu. Also es ist toll, wenn man so mit dem kleinen Mann da irgendwo durch den Wald spaziert oder durch den Garten geht und der dir Dinge zeigt, von denen du einfach vergessen hast, dass sie existieren.
ich glaube, an so ein Bauchgefühl, an so eine Energie, die einem so unterbewusst oder beziehungsweise spüren lässt, was richtig und was falsch ist. Kinder haben das ja sowieso. Ja? Also die Hunde haben es auch. Ja? Ich glaube, die Gefahr besteht einfach, dass man je älter man wird, desto mehr verabschiedet man sich von diesem Bauchgefühl, weil man durch den Erfahrungsschatz, den man so hat, kopflastiger wird. Aber also ich habe es nie bereut, auf meinen Bauch gehört zu haben.